Hallo und herzlich willkommen, ihr kreativen Schatzis, auf meinem Kanal. Oder die, die einmal kreative Schatzis werden wollen. Seid alle herzlich willkommen. Ja, ich habe ja schon länger nichts mehr geteilt hier auf YouTube. Letzteres waren meine Tagesenergien. Mein Herz hat einfach gesagt, mach mal, weil ich nicht mehr sticke. Und ich gehe davon aus, wenn ich mein Inneres frage, denn ich habe das intensiv nachgefragt in mich hinein, warum ich denn nicht mehr sticken mag, nicht mehr möchte, keine Lust mehr drauf habe. Und das möchte ich euch mal erzählen. Ich habe ja in der Co-Dingsbums-Zeit damals mit dem Sticken angefangen und das sehr leidenschaftlich, also wirklich. Die, die immer noch leidenschaftlich unterwegs sind, die wissen ganz genau, was ich meine. Also mit Herz und Seele und dass man ständig ans Sticken gedacht hat in seiner freien Zeit und das damit auch veredeln wollte. Und ja, und da habe ich mich dann halt auf Heaven and Earth Design gestickt. Das war so mein erstes Ziel, was ich angestrebt hatte. Und plötzlich waren es dann 4 Bilder. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich ziellos für mich war. Irgendwann habe ich gedacht, oh, in diesem Leben wirst du diese Bilder nicht mehr fertig bringen, weil ich bleibe ja nicht nur an einer Sache dabei, sondern ich fokussiere mich dann plötzlich auf viele Bilder durch diese Euphorie und dass man dann halt auch YouTube gemacht hat, man wollte was zeigen und dann bin ich da ausgeschweift und das hat angefangen mich zu belasten und hat mir die Freude geklaut, weil ich ganz genau wusste, ich werde diese Bilder, diese riesigen Bilder nicht mehr schaffen. Das war ja, ein Bild war ja von Amy Stewart, dieses Grand Library, was ich dann am Ende mit der Maxi Colors angefangen habe, das werde ich nie mehr fertig bringen, nein. Und dann ist meine Lust flöten gegangen und das hat sich in die Richtung gewendet, dass ich gesagt habe, geh mir weg mit den ganzen Sticksachen. Die Sachen, die ich alle zu Hause habe, die haben angefangen, mich zu belasten, weil sie sehr viel Platz eingenommen haben. Oder teilweise immer noch nehmen. Und ja, also ich sage ja niemals nie, weil ich weiß nicht, was mich dann in einem Jahr wieder für eine Leidenschaft überkommt. Also wir sind ja alle so, dass was du heute überhaupt nicht leiden kannst, wo du dann plötzlich irgendwie wirst du von irgendwas angetriggert und dann plötzlich findest du das total genial. Aber bei dem Sticken, nein, also im Moment sage ich da ganz klar, nein, ich will nicht mehr sticken. Ich will Dinge fertig bringen und vor mir liegen haben, wo das Ziel nicht in 10 Jahren oder sonst irgendwas ist, wo ich dann fast anderes nichts mehr tue. Und ich bin kreativ, wirklich sehr vielseitig. Wenn ich Lust habe, male ich. Wenn ich Lust habe, lese ich. Wenn ich Lust habe, dann zeichne ich was am iPad und wenn ich Lust habe, dann so wie es aktuell gerade ist, dann habe ich Lust zu puzzeln. Und das sind alles Dinge, wo das Ziel nicht in weiter Ferne ist. Das hat man dann schon vor der Nase, das Ziel, und nicht irgendwo nebelig weit hinten. Und ich fand auch schlimm, dass ich angefangen habe, hier richtig viele PDF-Dateien von Heaven and Earth Design zu kaufen. Ich glaube, 19 oder so sind es am Ende geworden. Also, das ist doch Irrsinn. Also für mich selber. Jeder muss selber entscheiden, wie er das sieht. Aber für mich war das Irrsinn und übertriebene Kompensation
ziellos einfach nur haben wollen. Also das ist doch, für mich ist das absoluter Quatsch gewesen und ich habe damit aufgehört. Und dann ist das halt in eine andere Richtung gegangen, dass ich gedacht habe, geh mir weg mit den ganzen Sachen, ich will nicht mehr. So ist der aktuelle Stand. Entschuldigt, meine Stimme versagt, weil ich habe seit fast einem Monat, ich werde es nicht los, ne? Am 4. habe ich einen Termin beim Arzt, also die Co-Virenschleuder, die hat sich in mir eingenistet und ich werde es nicht los. Ich werde den Husten nicht richtig los. Ich werde die Energielosigkeit nicht los. Und meine Stimme versagt. Also das ist mit anderen Dingen, mit anderen gesundheitlichen Dingen, die ich seit dem 1. Dezember bis jetzt mit mir rumschleppe, nach einer OP, die dann etwas anderes mit sich gebracht hat und dann noch das Coding, das ich wahrscheinlich aus der Klinik mitgebracht habe. Also Leute, ehrlich, der Dezember war für mich absolut nicht, Weihnachten war für mich absolut keine Feiertage, das war einfach nur auf dem Sofa leben und den Tag hinter mich bringen. Also ich hatte auch in einer Sache sehr, sehr starke Schmerzen, wo ich jeden Morgen von neuem den Tag irgendwie hinter mich bringen musste. Aber langsam kehrt Leben in mich zurück. Deswegen hatte ich auch irgendwie den Gedanken und die Lust auf dieses Video. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass nach meinem Arztbesuch in den nächsten Tagen wieder ein bisschen mehr Klarheit in meinem Leben herrschen wird und noch ein bisschen Hilfe zuteilkommen wird. Es sind nicht aktuell dramatisch gesundheitliche Sachen, aber es ist etwas, was mich wirklich absolut ausgenockt hat. Und dann, wie gesagt, mit sehr starken Schmerzen verbundene Sache, die nach der OP gekommen ist. Also diesen Dezember, den werde ich echt nicht vergessen. Ich hatte null Lust auf Weihnachtsdekoration. Ich habe gar nichts aus dem Keller geholt. Ich war ja nicht mal draußen in diesem ganzen Monat. Ich wollte einfach nur für mich allein sein. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn euer Hündchen oder euer Kätzchen krank ist und möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden und liegt dann still in seinem Körbchen. Und wenn es die Kraft hat, kommt es vielleicht nur mal zum Essen raus, wenn überhaupt. Oder ihr bringt dann den Schatzis ihr Futter und lasst sie einfach in Ruhe. Also so habe ich mich wirklich den ganzen Dezember jetzt gefühlt. Ah, das ist jetzt ein bisschen Mimimi gewesen, aber der eine oder andere, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen, wie das manchmal so ist. Gesundheit geht über alles. Gesundheit ist das Erste, was einen glücklich machen sollte, was man zu schätzen wissen sollte. Aber meist weiß man ja das immer nur, wenn es einem wirklich hundeelend geht, also wenn man gar nicht mehr kann, dann schätzt man die Gesundheit ganz besonders. Und das habe ich mal wieder gespürt jetzt in diesem Monat. Naja, so. Und jetzt werde ich euch wieder mit meinem aktuell wiederbelebten Hobby konfrontieren, das ist das Puzzle. Ich habe vor 8 oder 9 Jahren ungefähr sehr viel gepuzzelt und ich habe auch schon eine süße Sammlung hier angesammelt in den vorigen Jahren und jetzt plötzlich auf ein Video gestoßen von den lieben Glimmerfäden. Ich verlinke euch mal die beiden tollen Frauen. Es sind Mutter und Tochter. Und dann könnt ihr euch das Video auch selber mal anschauen, wo Ilona ihre Sammlung vorstellt. Also da wurde ich dann angetriggert und angeheizt. Und jetzt habe ich wieder Lust, hier mal so ein bisschen Puzzleteile zu liebkosen. Und Bilder zu legen, wo ich dann immer so ein bisschen Adrenalin verspüre, wenn ich ein Teilchen gefunden habe, was passt. Gut, dann gehen wir jetzt mal rüber zu dem kurzen Puzzle-Video.
So sieht es hier aktuell auf meinem Puzzleplatz aus. Ich gehe mal hier in die Entfernung. Ich habe das hier auf so ein Puzzleboard liegen. Das kann ich dann jederzeit wegräumen und ich lege dann auch meist ein Kissen, das kann ich euch ja später mal zeigen, unter das Board, damit ich mich nicht so stark rüberbeugen muss. Das geht ja dann auch nach einer Zeit auf dem Rücken, wenn man die ganze Zeit und im Nacken verspannt das ja ganz heftig, wenn man die ganze Zeit nach unten gebeugt eine Tätigkeit ausführt. Und hier habe ich mein Sortiersystem. Das sind so bunte Schachteln von Haie oder Hehe. Haie. Diese Puzzlefirma. Davon habe ich auch, übrigens auch ganz viele Puzzle. Und das ist so ein Sortiersystem. Schon ein heftiger Preis, finde ich, für so Schachteln. Fast 20 Euro. Ich hatte das mal vor ungefähr 9 Jahren zu einem günstigeren Preis bekommen. Weiß aber nicht mehr genau, wie viel das war. Und ja, dann habe ich hier, ich gehe mal hier so rüber, vom Puzzleboard. Die waren auch mit drin, da kann man sich auch einiges vorsortieren. Und da habe ich mich dann hier auch ausgebreitet. Ich habe ja zum Glück den Platz dafür. Ja, von der Rückseite. Ja, also aktuell habe ich meinen Spaß wiedergefunden mit Puzzeln und ich habe eigentlich schon eine größere Puzzlesammlung. Ich habe vor vielen Jahren viel gepuzzelt und ich bin jetzt wieder auf den Geschmack gekommen. Und das macht mir echt Spaß zu sortieren und dann hier chillig nach den Teilen zu suchen und dann Details zu entdecken, wenn man puzzelt. Das ist immer ganz witzig. Ja. Macht schon echt Fun. Also Kreativität ist das ja auch dann in dem Sinne. Ne? Übrigens, ich habe jetzt noch nicht richtig intensiv das Ganze sortiert, aber da müssen ähnliche Farben sein und die Form muss gleich sein, wenn ich die sortiere. Dann sortiere ich später zum Beispiel diese Teile hier so in eine Reihe ein, damit ich auch gleich immer was finde. Und dann solche Formen, die sortiere ich mir dann vor. So gehe ich dann vor. Das ist so mein Sortiersystem. Hier habe ich so das Grünliche und Weißliche so ein bisschen liegen. Und da hinten sortiere ich dann halt auch noch die Formen. Ja, so läuft das hier aktuell mit dem Puzzeln. Und ich habe da, wie gesagt, echt Spaß dran. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mein Lesekissen, was ich übrigens auch sehr liebe, zweckentfremdet, so dass ich dann mein Puzzle hier schön schräg vor mir liegen habe. Ich kann natürlich das Kissen auch noch höher machen, dann habe ich eine noch bessere Haltung beim Puzzeln, aber das ist schon sehr viel wert. Ich habe noch so ein anderes Kissen, was ich auch mit drauf packe. Das könnt ihr ja dann auch genauso machen, aber das war jetzt provisorisch, dass ich euch mal zeige, dass ich das hier so drunter lege und dann mich nicht so stark über den Tisch beugen muss, weil das geht wirklich doll auf den Nacken und da habe ich keine Lust zu. Ja, das auch mal so als Tipp am Rande. Ja, dann wünsche ich euch allen einen geschmeidigen Rutsch, vor allem einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut in 2024 an und tut Dinge, die eurer Seele gut tun. Das ist das Wichtigste. Ja, gehabt euch wohl und dann bis denne irgendwann. Auf Wiedersehen.